Willkommen heute zur nächsten Folge von Path of Exile und endlich dem Start in Akt 4. Ohne lange Vorrede, gleich auf, dort aktiv zu werden. Also, auf vom Aquädukt Richtung Highgate. Und hier ist er dann auch irgendwo... Oh, da flattert er schon. Der erste Großvogel als Bossgegner. Eine Wahlarea im Aquädukt. Oh, eine Rare Strongbox. Just an ordinary barrel used to store sensible objects. Not swarm things. Wenn ich die öffne, kommen die jetzt die ganze Zeit. Was ist das denn für eine Barrel? Ah, jetzt ist er aufgegangen, oder? Nein. Oh, ich glaube, die werden immer stärker. Ach du Scheiße. Kommt gleich noch ein Unique-Vieh da raus, oder? Ja, da ist jetzt tatsächlich noch ein der Walnuss irgendwie rausgekommen. Okay, das war's jetzt. Okay, eine Klaue war zumindest drin. Und einen Haufen Zeug haben die Monster fallen lassen. Na, mal gucken, ob die Klaue wenigstens etwas ist, was zu den Uniques gehört, die ich identifizieren soll. Nein, auch nicht. Ja, dann ist schon nur noch der Walboss übrig. Mal gucken. Ah, eins von diesen komischen Portalen. Aber einfach zu besiegen gewesen. Naja, noch nicht, aber jetzt. Und ein weiterer Walboss. Und da kommt der Riesenspatz. Dem kann er ganz ordentlich Schaden machen. Aber er besteht auch nicht lange. Sehr schön. Tja, dann auf das Siegel zu finden, beziehungsweise das Banner, um das Siegel zu brechen. A lake drained, a million creatures lost, just so Sarn could keep its privies flowing. Wagen.
Na dann, sag, was du willst. What'll it be today? Today's special is the mortal melee with a side order of brutality. Are you game? Eine Minute 20. Ha, das ging schnell. Ach stimmt, ich habe jetzt eine 25% Chance, Bleeding zu verursachen. Aber der bei mir auch. Aber es macht mir ja keinen zusätzlichen Schaden mehr, wenn ich dann laufe. Ha, da ist der Boss. Nightwane. Wobei das ist, glaube ich, nur einer. Ich glaube, es sind zwei Bosse hier. Weil der hat noch nicht das Banner. Ey, hau nicht schon wieder ab. Ach, dann habe ich ihn schon besiegt. Okay. Dann war das bloß ein Spiegelbild, das sich aufgelöst hat. Habe ich den richtigen erledigt. Okay, da ist der eigentliche Boss. Wall Emperor of Turity. Aber der dürfte diesmal gar nicht so schwer sein. Das geht doch relativ schnell vorbei. This land won't miss your kind, Vol. Also mal schauen, was das erste Breach heute bereithält. Oh, gleich zwei Collapsed Hands und gleich natürlich mittendrin. Mehr, mehr, mehr. Kommt schon, wo seid ihr alle? Oh, Clapped Hand, schnell holen. Nein, nicht zusammenfallen. Naja, vier Clapped Hand. Das ist doch schon mal, oder Collapsed Hand. Auf jeden Fall vier Stück davon. Das ist schon mal okay. Also, auf in den Berg und in die Minen. Ah, jetzt bekomme ich meinen Golem. Jetzt muss ich nur gucken, welcher von denen der Nahkämpfer ist. Eisgolem, Chaos Golem, Flame Golem und Stone Golem, Lightning Golem. Bisher kannte ich nur die drei. Ich glaube, die zwei sind neu. Life Regeneration. Okay, dann nehme ich den mit Golem Gun 42 Life Regeneration per Second. Also mit Golem durch die Minen. That's no natural earthquake. Ah, der erste Boss schon hier. Und schnell besiegt. Hey, Nuge Exile oder was? Jawohl. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hallo, Tora. I have another corrupted clan of abominations for you to cull. Track them to their home territory and wipe them out. Ah ja, hier gibt's mal wieder einen Boss Monster dabei. Das ist auch schon der letzte. My mana is gone. Gut.
Ah ja, da ist schon der nächste Bossgegner. Ja, da ist Hermansen dann auch gleich gekillt. Ja, erledigt. So, dann der Schritt. Skyst befreien. My gift. From one fighting woman to another, Dishrit. Ach, noch einer. Void Scream. Der zweite Boss hier in der Gegend. This is one deeply troubled mountain. Ha, noch eine Wahlarea. Juhu. Place has 20% less recovery rate of life and energy shield. Na super. Okay, Lightning benutze ich eh nicht. Okay. Was auch immer oder wer auch immer Klacks Kalzifer ist. Auf jeden Fall ist er der Wahlboss für die Area. Ah ja, er kann sich teleportieren und hinterlässt Lava oder Feuer. So, erledigt. Ah, da ist der Burning Man. Habt ihr nicht irgendeine Auszeichnung, wenn ich den irgendwie im Feuer stehe, während er explodiert? Aber die habe ich ja wahrscheinlich schon. Ja, der Rest auf Stream und kaum Stream. Die beiden Bereiche, die es dann gilt, die Aktivierungssachen für die Rapture-Device zu finden. You know, not a cockroach. Had I accepted my place, my rapturous role, the beast would be no more, no less, no anything at all. My selfishness tickled the beast's fancy and it laughed the world I knew away. Go on, not a cockroach. Bring me the crown jewels so that we might wake the rapture and finally put an end to this pestering beast. Also auf zu Kaum als erstes, um mich noch ein bisschen zu stärken, bevor ich dann dort in die Arenen muss.
Ah, oh, eine große Hand. Hm, nix. Doch. Oh, Splinter. Okay, der Bosskampf. Ha, mein Golem hat durchgehalten und hat ihn abgelenkt. Ah, da gibt's noch einen Boss. Oder eine Bossgruppe vielmehr. Mit dem Torch in der Mitte. Der ist aber ordentlich. Naja, gleich so hinüber. Jo. Okay. Okay, comes Stronghold. Also jetzt gilt es, den Bosskampf mit Kaon und flink zu sein in seiner Caldera. Weil zumindest am Anfang sind ja immer nur eins aktiv. Ich weiß gar nicht, ob das erst in den höheren Leveln ist, wo dann mehr Lava gleichzeitig spuckt, oder ob das einfach nur, wenn er mit dem Leben runter ist. Ja, im Moment, genau. Jetzt sind schon zwei gleichzeitig aktiv, sodass ich eigentlich nur den einen Bereich habe, in dem ich mich aufhalten kann, ohne von den Feuerdingern getroffen zu werden. Ja, da hat er mir die Totenköpfe hinterher geschickt. Aber in der Schwierigkeitsstufe geht das alles noch. Gleich ist er erledigt. Ja. One less little angry boy for the world to deal with. So, damit bekommt Dayala den ersten Gem. Pried the fury from Calm's dead hand, did you? Auf jetzt in diese engen Arenen, wo ich als Fernkämpfer dann doch immer wieder Schwierigkeiten bekomme. I am the vessel, the sword of Keen.
civil command. In this, so glorious of arenas, I care nothing for your past, only your future. And for that, you will have to fight. Ja, und schon ist der erste Bossgegner erledigt. Ah, da ist gleich noch der zweite Eyepacker mit dazu. Ja, da ist die erste Arena, in der es gilt zu überleben. Das hat ja ganz gut geklappt. Ja, super, nicht sterbe viel. War es das schon? Ah, cool. So, da ist jetzt der Typ wieder ein Bossgegner drin in einer etwas größeren Arena, von dem ich hoffentlich schnell genug flüchten kann und schauen, dass ich die ganzen Mobs rechtzeitig erledige. Genau, da ist er. War cool. Im Endeffekt hilft es mir hier natürlich, wenn hier so viele Bossviecher sind oder so viele Mobs sind. Weil er dann natürlich, wenn er da mittendrin steht, auch den Schaden abbekommt. Bei dem Overkill. Und gleich ist er hinüber. Ja. Nur noch die Bobs-Mobs erledigt und dann Mobs-Bobs. So, die letzten Mobs erledigt und dann geschafft. Also auf in die letzte Arena, bevor es dann zu Daresso geht. So, da ist der erste. Mach hier Kreises. So, der ist erledigt. So, da ist der zweite, Mevian. Auch hinüber. Und der dritte. Darius Felix. Das war's.
So, Ring of Blades. Auch hier ist es wieder schnell zu sein und vor seinen Angriffen und diesen Kämpfern, die er ruft, auszuweichen. Ja, Vicky ist in dem Moment, wo er da niederkniet und sich heilt, entsprechend schnell wieder in den Kampf einzusteigen. Aber während diese anderen da zerplatzen, nicht in der Nähe zu sein. Oh, ja. Langsam wird er etwas wild. Aber auch dich kriege ich klein. Oh, oh. The only love you had, Dareso, was for yourself. So, jetzt gilt es, das Rapture-Ding zu aktivieren. Fury and desire together again, lovely and lovely. Facets so shiny, replete with the vim of murdered souls. Today, I remind Malachi of his betrayal. Today, it is his turn to burn. Malachi's devices, his creations, he loved them all, not me. He deserves no better, and I deserve no worse. No love for me, no love, no love, no love. So, dann auf in Belly of the Beast. Auf dem Weg zu Malachi. So this is what life inside of a nightmare looks like. Oh, gleich mit dem Geist rein. My mana is gone. Ha, ein Goldring. Oder mehr. Irgendwie sieht das Aufpoppen von den. Ah, die Bone Queen. Ja, ja, hol nur deine Monster dazu. Dann wird dir nichts nützen. Sag ich doch. Aber auf jeden Fall sieht die Animation, wie die jetzt aus diesen Dingern da rauskommen, irgendwie anders aus. Früher sind die irgendwie aufgeplatzt und jetzt schießen die irgendwie aus diesen Eiern da raus.
Ach genau, das ist das Level, wo am Ende dann Piety in diesem komischen Kokon steckt. Und nachdem ich die dann besiegt habe, hilft sie mir dann in die nächste Stufe zu kommen. So, was haben wir denn schönes? Orb of Alchemy oder Magic Item? Ja, dann machen wir doch gleich den. Use these currency items. Challenge complete. Das heißt, ich habe jetzt alle Currency Items verwendet. Wenn wir dann nachschauen. Challenges. Use Currency Items. 8 von 8. Sehr schön. Naja, aber auf jeden Fall wieder ein Stück weiter. Da ist The Bowls of the Beast. Genau, und das ist jetzt die Area, wo ich gegen Piety in diesem komischen Sternform kämpfen muss, wo ich sie auch dann wieder schnell um sie rumlaufen muss. You see what happens when you hunt dreams, Ranger. Ja. Damit ich ihr dann immer schön ausweichen kann. Und diese komischen, ja. Weil dieser Strahl ist ziemlich gefährlich. Weil der macht nämlich diese Blutcorruption. Das heißt, ich muss dann auch aufpassen, dass ich natürlich meinen Golem wieder erzeuge, sobald er zerstört werden sollte. Oh. Ja, also hier halte ich noch einen Treffer aus. In den höheren Leveln definitiv dann nicht mehr. Aber zumindest ist Piety in der Form, das dürfte der letzte sein. Ist ja dann auch fast geschafft. Ja. You've just earned yourself some bigger prey, Huntress. Listen carefully, Ranger. As this is something you will never hear from me again. I was wrong, and you were right. Venture deeper. Deep into Nightmare's abattoir. I'll follow when I'm able. You find me those organs, and I'll get us into the Black Core. So, also auf in die nächste Ebene und dort dann eben diese drei Wächter besiegt. Every crime against nature imaginable. Before we walk this path together, it's important that you understand one thing about me. I don't regret a single thing that I've done. I set out to raise humanity up from the cloying mud of its fleshly ignorance. My mistake was not in the aspiration, but in the execution. Also auf dann hier den Kreis zu vervollständigen, weil einmal den Bogen ringsrum, um dann letztlich die drei zu erledigen. Bei einem weiß ich, ist es so, dass die irgendwie rumschwebt und drei verschiedene Zonen mit verschiedenen Flüchen aktiv hat. Beim anderen, dass der auf jeden Fall immer die Corpses irgendwie explodieren lässt und noch irgendwas. Und bei dem dritten weiß ich im Moment nicht mehr genau, was da die Herausforderung war. Inwieweit er ähnlich war zu diesem Büchergeist im Archiv. Dass er mit Wirbelstürmen gearbeitet hat oder irgendwas in der Richtung. Mal schauen. Also, auf in die erste Arena. Ach, genau. Genau, habe ich mich doch richtig erinnert. Das war was mit Büchern. Oh, schon erledigt. We destroy so much beauty in our pursuit of prettiness.
So, Arena Nummer 2, genau, die mit den verschiedenen Auren, da sehe ich schon die verschiedenen Kreise. Aber normalerweise ist immer nur eine oder später, glaube ich, zwei gleichzeitig aktiv. Oder ich muss immer nur in die richtige Arena wechseln, die mich zumindest nicht verlangsamt. Okay, ja, also anscheinend sind alle Arenen jeweils aktiv. Oder alle Dings, aber die gefährlichste ist letztlich die Verlangsamung, also die lila, ne? Das heißt, von der ich mich am liebsten dann entsprechend fernhalte, ja, wenn sie nicht gerade wieder wechselt. Und dann der Fluch halt auf mich wirkt. Schon wieder lila. Aber okay. Sie ist schon gleich erledigt. Na komm, noch ein ordentlicher Treffer. Ja. You were your own worst enemy, Doedri. Was ist das denn noch? Jetzt eine Kröte. So, das ist jetzt der letzte, bei dem, genau, der immer wieder dieses Zeug da erscheinen lässt und dann eben explodieren lässt. Deswegen könnte es hier zum Beispiel recht hilfreich sein, wenn man selber so ein Corpse Detonated Dead hat. Your kind leave nothing but scars, Meligaro. I remember when we first crossed paths in Axiom Prison. Logic dictated that you, a feral little girl of the wild, were to die under Brutus's bloody fists. You've proved logic wrong, time and again. Now here you are, here we are, defying logic one last time. So, also auf in den Black Core und Malakai besiegt. So, das ist ja nur die erste Form, die ja bekämpft wird. Und im Moment in der ersten Schwierigkeitsstufe geht's noch. Genau, ich muss Piety dann immer wieder erlösen, damit sie den Schild von ihm durchbrechen kann. Ja. Das heißt, solange sie ihren Energiestrahl drauf hat. Aber ich muss halt in Bewegung bleiben, damit er nicht mich mit seinen Fleischdingern macht oder dass ich von diesen Sachen da getroffen werde oder dass ich über diese Blutmarschen da drüber laufe. Gleich wieder. Oh. Okay, jetzt hat er sie gekillt. You were born for this. But you've always known that, haven't you? I've strived my whole life to make something better of the world, of myself. You simply lived. And the irony is, it
That's all either of us ever needed to do. So go. Finish the hunt, Ranger. Do what comes so naturally to you. Piety, you never should have resisted death. Nature wills it, like all else. Also, auf zum zweiten Kampf. Oh, mein Golem ist nicht mehr da. Ich versuche auch wieder ziemlich in Bewegung zu bleiben. In dem Moment. Ah, genau, jetzt ist er geschützt. Jetzt muss ich das eine Herz zerstören, damit der Rahmen wieder fällt. Aber zumindest habe ich hier überhaupt die verschiedenen Biester, um mich wieder zu beleben und meine Flaschen immer wieder aufzufüllen. So, das eine Herz ist zerstört. Aber er hat sich, glaube ich, auch wieder geheilt dabei. Es ist immer wichtig, ein bisschen in seiner Nähe zu bleiben und zu gucken, was er jetzt gerade wieder anstellt. Nämlich am verwundbarsten ist aber dann, wenn er diesen Ring mit den Dingern aufhat. Und wenn er sich so durchwühlt, darf ich natürlich möglichst nicht in der Nähe sein. Okay, wo ist er jetzt wieder hin? Und da hinten. Da sind natürlich die Flächenschaden oder vielmehr die 12 Pfeile sehr praktisch. Ah, okay, das zweite Herz. Weil damit kriege ich auf jeden Fall die Mobs ziemlich schnell klein. Viel Zeug. Okay, zweite Herz erledigt. Und der hat sich schon wieder fast komplett geheilt. Weil ich hatte ihn jetzt eben schon bis zur Hälfte runter. Aber das sollte sich wieder machen lassen. Ja, Hälfte ist schon wieder vorbei. Das war knapp. So, beim letzten Drittel müsste er dann das letzte Herz aktivieren. So, da ist der letzte Schirm aktiviert. Ah, jetzt kommt auch dieser Kreis dazu, der sich dann die ganze Zeit bewegt. So, schnell das Herz erledigen. Jetzt hat er sich nur bis zur Hälfte regenerieren können. Ah, mein Helfer ist schon wieder verschwunden. Oh, nicht zu dicht dranbleiben. Damit der da nicht jetzt wieder. Ah, es sind jetzt auch schon 3. So, oh, wieder. Vor allem nicht die Explosionen eben auslösen. Diese Marker auf dem Boden. So, aber jetzt ist er. Jawoll! That I love. Do you really think I would let you and your beast do that, Malachi? I was right to have faith in you, Cursebreaker. You have succeeded where we have failed. You have slain a creature that was thought to live forever in the minds of those who came before you. Vol, Daresso, Kaum, Deshret. The greatest champions Rayclast has seen in the last 300 years. You stood where they fell, Cursebreaker, giver of freedom. We thank you.
Ja, heute hier der Abschluss von Akt 4 in der ersten Schwierigkeitsstufe und jetzt dann eben der Start in die nächste Schwierigkeitsstufe. Ich werde wahrscheinlich wenigstens Gruul komplett spielen, ohne jetzt dafür Videos zu machen, weil es ändert sich ja jetzt nichts Grundlegendes. Und spätestens, wenn es dann mit den Maps losgeht, werde ich auf jeden Fall wieder Folgen machen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in den nächsten weitergeht und ob ich es dann, wie lange es dauert, bis ich die Maps nutzen kann. Auf jeden Fall habe ich schon gemerkt jetzt mit der Dead-Eye-Spezialisierung und vor allen Dingen, dass sich das Bleeding keinen Schaden anrichtet, habe ich jetzt im vierten Teil natürlich an einzelnen Kämpfen, die eben Monster haben, die Bleeding verursachen, schon einiges Plus gehabt, weil ich es letztlich ignorieren kann. Bis jetzt Level 46, das heißt fast bis zur Hälfte von maximal 100, aber natürlich sind die späteren Level dann um einiges schwieriger zu erreichen, also es dauert um einiges länger. Wir sehen uns dann wieder spätestens bei den Karten, eventuell gibt es vorher noch einen Zusammenschnitt einiger interessanter Kämpfe. Also, tschüss!